Aufgabe 5. Arithmetisches Mittel berechnen. Öffnen Sie die Dateien averagetest.cs und average.cs und ordnen Sie die Editoren nebeneinander an, sodass Sie den ganzen Code im Blick haben. Also wir verlassen diesen Calculator und machen dann hier die Klasse averagetest auf links und die Klasse average rechts. So, hier hat es ein paar unnötige Usings, aber das ist nicht weiter relevant. Wir sind jetzt mal bereit zum Arbeiten. Schauen wir, was wir zu tun haben. Arithmetisches Mittel von zwei Zahlen. Aufgabe 5.1. Betrachten Sie die Testmethode TestMeanOfTwoNumbers und die dazugehörige Methode Mean. Hiermit wird der Durchschnitt genau das arithmetische Mittel berechnet, also wie Sie es vom Notendurchschnitt erkennen. Passen Sie den Testfall TestMeanOfTwoNumbers an, indem Sie zwei andere Zahlen als 1 und 3 in die Liste setzen, sodass der Test nach dieser Anpassung scheitert. Anschließend passen Sie den Wert von Expected an, sodass der Test wieder durchläuft. Also wieder vertraut werden mit dem Code 1 und 4. Ich glaube, das ist schon geändert vom ursprünglichen Test her. Machen Sie einfach mal in die 10 und 20 und schauen, dass es dann nicht mehr läuft. Erfolgreich gescheitert, weil der Durchschnitt von 10 und 20 ist nicht 2,5, sondern 15, also 15,0 sind wir hier im Double-Bereich. Schauen wir, ob das funktioniert. Ja, haben wir geändert, jetzt stimmt der Test wieder. Die Zahl muss dann noch nachtragen hier, damit sie übereinstimmt. Das wäre 5.1 gewesen. 5.2 arithmetisches Mittel von 5 Zahlen. Schreiben Sie einen neuen Testfall. Test mean of 5 numbers, analog zum Testfall Test mean of 2 numbers. Nur dass hier, Sie hier den Durchschnitt von 5 Zahlen berechnen. Also machen wir das. Erweitern wir den Test. Ich kopiere jetzt ihn nicht. Wir schreiben es mal aus zur Übung. Test mean of 5 numbers. Noch eine Integer-Liste. Numbers. Und jetzt die Frage, was nehmen wir da für Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5. Was erwarten wir? Können Sie mal ausrechnen. 1 plus 5 gibt 6, 2 plus 4 gibt 6, 3, also 3 ist schon die Mitte. Rechnen Sie fertig aus. 6 plus 6 gibt 12, plus 3, 15, durch 5 gibt 3, 3,0. Der Erwartungswert. Ich habe jetzt das Arrange Act Assert weggelassen. Wir machen es immer noch in drei Abschnitten. Wobei ich hier eigentlich das Average, das noch im Arrange-Teil instanzieren könnte. Das ist jetzt oben nicht so schön gelöst. Darum machen wir das hier. Mean von Numbers und Assert Expected Actual. So, mal schauen, ob meine Kopfrechenkünste immer noch funktionieren. Ja, ich habe es immer noch drauf. 7 Tests erfolgreich. Was machen wir als nächstes? Arithmetisches Mittel einer Lernliste. Schreiben Sie einen neuen Testfall, Test Mean of No Numbers. Dieses Mal verwenden Sie eine leere Liste. Was denken Sie, wird bei der Ausführung des Tests passieren? Ja, schauen wir mal den Code an. Also wir haben hier die Mean-Methode, erwartet eine Liste von Zahlen. Wir summieren die Zahlen auf. Machen das hier strukturiert. Sie können es auch irgendwie mit einer Summenfunktion oder Methode machen. Ist ja nicht so relevant. Bei einer leeren Liste wird die Summe immer noch 0 sein. Was mache ich dann? Ich teile die Summe, also sonst konvertiere ich es nach Double, teile sie durch die Anzahl der Numbers, wird hier 0 sein, also werden wir hier eine Divide by Zero Exception haben. Das ist aber nicht das, was wir erwarten wahrscheinlich. Wir erwarten ja eine Argument Exception, habe ich ja beschrieben. Aber schauen wir mal, wie es sich in der Realität verhält. Wenn ich dann meinen Code noch formatiert bekomme. Mean of no numbers, wenn es mir recht war, sollte das Ganze heißen.
Test min of no numbers. Arrange list int numbers. Wahrscheinlich gibt es auch irgendeine empty list, dann macht es einfach eine neue Liste ohne Elemente. Und dann expected haben wir dann nicht, wir warten eine exception. Instanzieren müssen wir das Ding aber. Und haben wieder den act assert Teil gemeinsam. Assert rows. Und wir wollen eine argument exception, weil wir hier ein ungültiges Argument mitgegeben haben. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Spoiler, nein, wahrscheinlich nicht. So. Der Test sollte jetzt scheitern, weil eben eine divide by zero exception dabei rauskommt. Und so sieht es aus. No exception was thrown. Jetzt wichtig hier, ich wollte ja vorhin noch was erzählen, ich habe es vergessen, bei der Division. Ich gehe noch ganz schnell dorthin zurück, passt gerade jetzt gut in das Thema. Ich behaupte jetzt nicht, dass das so geplant hätte. Wir haben hier Integer verwendet und bei der Integer-Division durch 0 kommt eine Divide by Zero Exception. Wir fangen das aber ab und werfen eine Argument Exception. Jetzt, wenn ich aber Double verwende, wie hier bei Average, ergibt das hier keine Exception, es wird nichts geworfen, hat mich zuerst auch irritiert. Der Unterschied ist, Double und Float haben andere Regeln, wie man damit umgeht. Vielleicht kennen Sie den Wert NaN, Not a Number, aus JavaScript. Ist auch der gleiche Floating Point Standard, der fast überall zum Einsatz kommt. Wenn man mit Fließkommazahlen etwas durch 0 dividiert, kommt dann der Wert Infinity dabei heraus. Wir könnten das mal überprüfen mit assert.equal, indem wir auf double.infinity. Oh nein, wir können einfach assert true, double is infinity und dann average mean von numbers machen. Kommentiere die untere Zeile aus, ich lasse sie noch drin. Mal schauen, ob jetzt dort tatsächlich unendlich dabei rauskommt, wenn ich etwas durch 0 dividiere. Das ist hier nicht der Fall. Bin ich richtig zu weit auf die Äste rausgelassen? Assert true failure or false? Oder ist es none? Weiß ich nicht. Es ist not a number. Ich dachte im Unterricht war es infinity. Ja, floating point. Auf jeden Fall, wir bekommen einen Wert zurück, aber jetzt keinen Zahlenwert, sondern ein nach dem Floating Point Standard speziellen Wert, not a number. Okay. Das war aber jetzt nur ein kleiner Exkurs. Verlassen wir das wieder. Wir wollen ja eigentlich eine Argument Exception hier bekommen. Ich kommentiere das aus. Ich lösche das raus. Und das müssen wir manuell abfangen. Und das können wir gleich hier oben machen. If numbers. Sind die is empty oder so etwas. Oder count. Gleich 0, throw new argument, exception, sagen wir irgendwie cannot compute mean of empty lists. Und jetzt sollte dann dieser Test durchlaufen. Das klappt sogar und ich glaube, damit wären wir mit der Aufgabe 5 fertig. Es wird eine Argument Exception geworfen. Wir können auch die Änderungen in die Versionskontrolle aufnehmen. Exercise 5. Commit und Push. Und dann melde ich mich gleich zurück mit Aufgabe 6. Bis dann.